Hallo, Challenge Nummer 2. Wir haben jetzt 22.500 Kilometer gefahren und jetzt geht es nach Marokko. Morgen geht's los. Bin jetzt bei KNM Harley World und habe noch letzte Vorbereitungen getroffen. Und dann geht's ab nach Genua. Die Fähre wartet und dann verspreche ich euch schöne Berichte aus Marokko. Das Motorrad ist fertig gepackt. Im Propcase ist die ganze Elektronik drin. In der linken Tasche sind meine Sachen zum Wechseln. Und in der Tasche hier sind mehr oder weniger Sachen, die ich an sich für 3-4 Tage brauche. Und dann mit den Wechselsachen immer austausche. Und hier vorne habe ich auch noch Zubehör, ein bisschen Werkzeug drin. Alles in allem ist das Motorrad jetzt ready to go und wir freuen uns auf eine schöne Tour. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Die Kampagnenaufkleber sind mir ausgegangen, weil überall auf den Pässen in den Alpen habe ich die hingebappt. Damit jeder auch weiß, dass wir die Kilometer gefahren sind. Jetzt habe ich ein neues Päckchen für Marokko. Die Buben da unten freuen sich immer über so einen Sticker. Und jetzt bin ich bei Projekt 2 bei meinem Freund Sebastian Gaster und er hat also ganz schnell noch einen Haufen gedruckt. In Italien. Motto ist gepackt. Schönes Wetter, jetzt schon 28 Grad. Und jetzt gebe ich Gas Richtung Genua. Ein bisschen Agrarmod, wie mein Freund Manni immer sagt. Stresa will den Berg hoch, aber auch ein bisschen Autostrada, um Strecke zu machen. Ihr seht, ich habe auf meinem Koffer noch so ein paar halbleere oder leere Kriegertaschen. Und jetzt will ich euch zeigen, was da jetzt reinkommt. Ohne Birra Moretti in Marokko geht gar nichts. Wenn man den Hauptautobahnzubringer hier immer fährt, hat man das Problem, dass man dort direkt mit Stau zu tun hat. Aber diese Straße ist ein Geheimtipp. Einfach, wenn man Richtung Genua will, nach Stresa fahren, dann das Navi neu programmieren und dann werdet ihr hier diese schöne Straße hochgeführt mit super Blick auf den Lago Maggiore und kaum Verkehr. Härtetest für die Michelin Anarchy. Geht aber, solange es trocken ist. Ja, ich will heute nicht viele Experimente machen. Ich will sehen, dass ich jetzt schnell nach Genua komme. Haben jetzt schon Mittag und dann muss ich mal schauen, wie das dort mit der Einschiffung abgeht. Hat an sich gehofft, dass das mit Corona sich bis zum Jahresende beruhigt. Scheint aber nicht so der Fall zu sein. Ich bin jetzt in Genua am Hotel Holiday Inn, habe schon eingecheckt, da ist das GNV-Terminal, da werde ich heute Nachmittag mal hingehen und mal sehen, wie das alles mit den Check-ins funktioniert. Und jetzt muss ich hier noch ein bisschen ums Eck fahren zu einer Garage, wo ich das Motorrad sicher parken kann. Hier bei der Straße ist glaube ich nicht so günstig.
Also, ich habe jetzt alles geklärt, muss morgen früh um 6 Uhr zum PCR-Test. Und da ich 2,5 Tage auf der Fähre bin und weiß, dass ein Brot mit Marmelade dort 10 Euro kostet, habe ich mich entschlossen, etwas Proviant einzukaufen. Setze mal meine Erkundung fort. Das ist also jetzt das Ferry-Terminal hier in Genua. Und Ponte Aceto da hinten. Da muss man dann reinfahren. Und dann wird man hier verteilt. Welche Fähre auch immer. Einkäufe getätigt, da ist alles verschnallt und morgen um 6 Uhr bin ich dann beim PCR-Test. Erste Hürde genommen, PCR-Test gemacht und jetzt muss ich um 12 Uhr am Terminal sein. Ich bin jetzt hier beim Frühstück, noch im Hotel Holiday Inn und gerade erfahren, dass mein PCR-Test negativ war zu erwarten. Somit beginnt der Tag für mich sehr positiv. Ich nehme an, in einer Stunde oder so geht es los mit dem Boarden. Ganz schön heiß. Schon 1,5 Liter Wasser getrunken. Gut, bin froh, wenn ich auf dem Schiff bin und das Motorrad verzurrt habe und es dann ruhig angehen lassen kann. Da wird noch fleißig geladen und da geht noch was oben auf dem Dach. Wahnsinn! Wahnsinn, was hier eine Dachladung verbaut ist. Ich muss laut reden, es lärmt. Aber wir haben unsere Motorräder jetzt gut hier verstaut. Und die nächsten 52 Stunden kommen wir da nicht dran. Ich habe jetzt hier mein Proviant. Meine Tasche. Ich freue mich an sich jetzt auf eine Dusche, umziehen und ganz ehrlich, Money überhopft ein kühles Bier. Für heute reicht's. Abgelegt in Genua und jetzt die nächsten 53 Stunden zur Ruhe angesagt. Genau, das ist Chris und das ist ihr Mann. Prost! Und wir haben schon viel Spaß miteinander und Money unterhopft sind wir jetzt nicht mehr. Guten Morgen, 27. September, frisch rasiert, gut geschlafen. Das Schiff wird in Kürze in Barcelona anlegen. Und jetzt gehe ich erstmal frühstücken. So, das ist jetzt das Frühstück für etwa 12 Euro auf der Fähre. Das ist mein Freund Elli, auch Hahnemann, der in Barcelona von Bord geht. Barcelona. Schöne 34 Grad. Schiff legt gerade an. Und hier sind meine Freunde. Alles gut.
hinterlassen hier viele Globetrotter mit Hund und Katz, hätte ich fast gesagt. Das Schiff ist auch schon entladen. Aber eingeladen wird hier Richtung Marokko nichts. Ah ja, ich habe mein Ticket bis Tanger. So schaut das auf einer Fähre aus. Ding ist leer. Ansonsten, Bar ist offen. Ich bin jetzt hier auf dem Deck D und wollte mal sehen, wie es im Moped geht. Es ist alles soweit in Ordnung. Und ja, jetzt geht es wieder nach 24 Stunden weiter Richtung Marokko. Hallo, ich bin noch auf dem Schiff und noch in Barcelona. Habe aber mitgeschnitten, dass um 12 Uhr die angefangen haben, hier die Zollkontrolle für Marokko zu machen. Bin dann schnell dahin, habe meine Papiere gezeigt, mit wenig, mit PCR, Impfzertifikate und so weiter und so fort und habe jetzt meine Einreise für Marokko. Seht man hin, heute mit dem 26., da steht 27. drauf, also ich bin schon einen Tag vorweg. Und hoffe, dass ich dann in Marokko ganz, ganz gut durchkomme. Heute Nachmittag um 4 Uhr durch dasselbe Verfahren nochmal mit dem Motorrad machen. Sprache spricht man von Schleichfahrt. Wir sind jetzt in der Straße von Gibraltar, aber es ist sehr, sehr diesig und heiß, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das Schiff bewegt sich sehr, sehr langsam und ich habe eben gefragt, es dauert immer noch etwa 5 Stunden, bis wir in Tanger ankommen. Die Leute hier beschäftigen sich in der Bar, alles andere zu. Ja, und ich schaue allmählich mit den Hufen, dass ich von Bord komme und endlich Gas gebe. Absolut pottendicht in der Straße von Gibraltar. Und entsprechend langsam fährt das Schiff. Das vorne ist dann für die, die kein Radar haben. Ja, wir fahren jetzt genau durch die Straße von Gibraltar. Entsprechender Schiffsverkehr, immer etwa 500 Meter muss Abstand gehalten werden, habe ich mir sagen lassen. Das hier ist der berühmte Affenfels von Gibraltar. Fahrzeit von jetzt an noch circa eine Stunde. Einfahrt in den Hafen von Tangamet. Das sind ja so 3 Kilometer. Hier oben an Deck, weil man kommt mit in den Laderaum, bevor das Schiff angelegt hat. Und da sind jetzt so die Leute auf Bord. Da denke ich, geht das nachher relativ schnell. Mein Gepäck ist überschaubar. Und ja, ich freue mich jetzt darauf, dass es morgen endlich mit der Challenge 2 Marokko losgeht. Hier kommt gerade das Lotsenschiff angefahren. Eingereist bin ich praktisch schon. Ich bin mal gespannt, wie das nachher beim Rausfahren geht und ja, alles geht seinen Gang. Das Schiff wird jetzt im engen Hafen gedreht und geht dann rückwärts womöglich an diesen Dock. Ich werde mich jetzt da unten verabschieden, damit ich rechtzeitig am Motorrad bin und hoffentlich als erstes mit rauskomme. Ich habe jetzt das Onomo Hotel gefunden, nachdem ich 5 Kilometer in der Schließung rumgeirrt bin. Navi und so weiter spinnt total, weil da sind verbotene Wege und so weiter. Ich habe mich durchgefragt, jetzt bin ich hier und jetzt checke ich mal ein. Alles gepackt, 28.09. Und jetzt geht das Abenteuer Marokko los.
man jetzt die Grenzbefestigung und das ist die Abgrenzung nach Seuda. Da vorne geht es praktisch eine richtige Mauer entlang, am Hang entlang, und auf der anderen Seite ist an sich Spanien. Ja, bis Tetuan musste ich die Landstraße fahren, viele Polizeikontrollen und die Nebenstraßen gesperrt. Jetzt etwa 40 Kilometer vor Chefchaouen ist mir gelungen, doch noch ein bisschen abseits zu fahren. Und Wetter ist gut, Motorrad ist gut, Menschen sind nett, alles gut. Das erste Tagesziel erreicht, Chefchaouen. War etwas schwierig auf die letzten 3 Kilometer, sehr eng, sehr steil, ein Haufen Baustellen, Kinder. Und naja, gut, ich habe jetzt hier einen bewachten Parkplatz und werde jetzt mal ins Hotel gehen. Hoffe, dass das alles hier so morgen genauso ausschaut. Und ja, erstes Tagesziel erreicht. Ich habe mich jetzt mal etwas in das Leben gestützt, frisch geduscht, den schweren Motorradklamotten befreit und alles sehr, sehr schön hier und absolut wenig Touristen. Ein bisschen Markt und an sich tut mir das schon fast für die Leute leid hier. Das beste Wort, was ich heute mindestens schon 50 Mal gehört habe, ist Hello my friend. Jeder fragt nach Geld. Ist schon etwas bedrückend. Der Tourismus ist total ausgeblieben. Da läuft hier das Wasser und versorgt die Häuser in Chefchaouen noch bis heute. Wird einfach ein Schlauch reingelegt und schon hat man fließend Wasser. Es ist wirklich manchmal gut, wenn man Vergleiche hat oder auch nicht. Das letzte Mal im Februar 2020 war hier diese Medina voll. Jetzt ist kein Mensch da. Tut mir ehrlich gesagt leid um die Leute, aber ich werde ein paar Euro hier lassen. Das ist jetzt die Kaspa von Chefchaouen. Ich stehe jetzt auf dem Hauptplatz der Medina. Das letzte Mal, wie es heute hier war, war alles voll. Jetzt ist das etwas übersichtlicher. Dort ist die Kaspa. Und ich glaube, jetzt gehe ich mir irgendwo was essen. Morgen, 29. September. Heute geht es nach Fes. Das Motorrad war super verpackt. Super Garden. Die auf mein Moped aufgepasst haben, sogar eingepackt haben. Ich fahre gerade in Chefchaouen los, Richtung Fes. Ich habe meine spezielle Strecke ausgesucht. Ich hoffe nicht, dass ich gezwungen bin, auch wie gestern zumindest 50% meiner Strecke auf Hauptstraßen zu fahren, wegen Straßensperren. Aber sehen wir, was der Tag bringt. Es sind im Ganzen 250 Kilometer ungefähr. Wobei, wenn man im Schnitt 30, 40 fährt, manchmal auch nur 50, was auch 5-6 Stunden bedeuten kann. Motorrad alles soweit in Ordnung. Wurde heute Nacht tiptop bewacht. Sogar mit Decken abgedeckt, wegen der Hitze.
fand ich sehr nett. Hab mich auch entsprechend dafür bedankt und den Männern ein paar gute Tipps gegeben. Ich meine jetzt in Money. Und jetzt freue ich mich auf eine schöne Fahrt. Verabschiede mich jetzt hier von Chef Schaun. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Das ist eine Mordsölspur auf der Straße. Da hat es mich eben gerade in der Kurve fast geschmissen. Da weiß man gar nicht, wie man da drum herum fahren soll. Hier unten, seht ihr das? Ja. Und das sind genau die Probleme, die man hier in Marokko hat. Ja, irgendeiner hat da aufgesetzt und verliert einen Haufen Öl. Und jetzt muss ich sehen, dass ich irgendwie die Reifen wieder trocken fahre. Ich kann im Prinzip nur gerade um die Kurve. Öl ohne Ende. Wahnsinn. Ja, ich fahre jetzt hier im Hilfsgebirge auf einer Nebenstraße. Man muss hier wahnsinnig aufpassen. Als allererstes denke ich, dass meine Reifen voll Öl sind. Ich bin von eben eine Ölspur über Kilometer nachgefahren. Wusste man praktisch nicht, wo man rechts und links fahren soll. Und dann sieht man das hier teilweise auf den hellen Flecken. Der Teer beginnt aufzuweichen. Die Stollenreifen werden warm, haben 30 Grad. Es gibt Kurven. Es gibt Tiere. Es gibt Schlaglöcher. Und auch nette Menschen. Erste ganz normale Straße, die wurde nachher so holprig, da bin ich abgefahren und bin jetzt hier per Feld- oder Nebenstraße unterwegs. Es ist sehr heiß, werde jetzt gleich wieder die Hauptstraße suchen, von etwa 10 Kilometern von hier. Und dann muss ich irgendwann mal noch mal Wasser nachfassen. Ich habe nur noch 1,5 Liter, man muss hier aufpassen, dass man immer genug Wasser dabei hat, sonst kann etwas relativ böse ausgehen, wenn man umfällt oder sonst irgendwas, man hat nicht genug Wasser dabei. Also 1,5 Liter ist Reserve und 4-5 Liter habe ich immer normalerweise dabei. Die Straßen hier sind an sich alle auch mit Auto befahrbar, das ist also für ein Offroad-Motorrad kein Problem. Und mit den Stollenreifen hier muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein bisschen verzockt. In dem Terrain hier fühlen die sich wohl, alles andere ist eher kontraproduktiv. Auf einer heißen Asphaltstraße packen sie nicht, wenn Öl drauf liegt schon zweimal nicht, aber da packt jeder Reifen nicht. Und bei der Hitze werden die Blöcke so schwammig, ich habe andauernd das Gefühl, ich habe eine dicke Pampe Kaugummi um die Reifen drumherum, also absolut vorsichtig fahren. Ich habe jetzt noch 120 Kilometer bis Fes. Bin hier im Hochland. Es gibt definitiv bessere Straßen. Hier hat nur, wenn überhaupt, ein ganz schmales Asphaltband. Ansonsten ist es eine Mischung zwischen Fragmenten auf Asphalt, Schotter. Auch eine gute Vorübung. Ich habe jetzt 2 Stunden Geschicklichkeitsfahren hinter mir. Und ja, ich weiß noch nicht, wie weit das noch weitergeht. Die Entschädigung dafür ist eine absolut geile Landschaft. Jetzt will ich euch mal zeigen, wo man hier so langsam fahren muss. Das ist so hier die Beschaffenheit der Straße. Mal nur Schotter, dann Schlaglöcher. 30, 40 maximal. Man natürlich bei diesen Straßen auch aufpassen muss. Es gibt ja nur so kleine Asphaltfetzen. Und der LKW, der einem entgegenkommt, der nutzt natürlich, oder der Minibus, der nutzt natürlich genau diese.
Das ist eine Mischung. Asphalt, Schotter, Offroad. Nette Leute. Aber immer ist immer irgendwo jemand. Tiere laufen hier mehr oder weniger frei rum, wissen, wo sie hingehören. Was soll einer sagen, das wäre jetzt kein Motorsport. Aus dem Sattel, in den Sattel, aus dem Sattel. Bei meinem Belly tut das mal ganz gut. Dann noch ein bisschen Tangim essen, Gemüse. Vielleicht habe ich am Ende der Straße 5 Kilo abgenommen. Es geht jetzt hier relativ steil hoch. Lalala. So, noch bald den Enduro-Mode reinmachen. Eine schöne Vorübung für das, was noch kommt. Aber hoffentlich kommt jetzt nichts. Geht es jetzt ganz schön hoch. Aber oben mache ich dann mal eine Pause. Da weißt du nicht, was besser ist, auf den Asphaltfetzen fahren oder direkt nur auf dem Schotter. Da kommt einer. Ein bisschen Slalom fahren ist auch dabei. Denkt man, das wäre gut und geht so weiter. Das ist die Route National. Im Hinterland von Marokko. Mal sehen, wenn wir jetzt hier kurze 15 machen. Ist das geil.
Immer wie immer, wenn man oben ist, hat man verpasst, Fotos zu machen. Huppeldi, huppeldi. Auf so einer Straße fahre ich jetzt schon seit 3 Stunden. Zwischendrin war ich mal auf einer Schotterstraße. Es war zu ambitioniert, aber besser. Wenn ich oben bin, wird ja Pause gemacht. Ohne die Fernreise, Fußrasten ging ja gar nichts. Aber das können wir schon im Härtetest. Ich bin jetzt etwa 130 Kilometer mehr oder weniger. Wieder Offroad gefahren oder auf Straßen, dass dem fast nahe kommt, Geschwindigkeit fahren, hat man durch Tee auf der Straße, dann Schotter, dann gar nichts, dann Haufen Schlaglöcher, aber eine absolut geile Gegend. Nach 122 Kilometer bis Fes, fahre jetzt den Pass wieder runter, von haben wir einen riesen See. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der heißt. Aber die Fahrt hier war schon mal nicht schlecht bis jetzt. Man hat so richtig den Einblick ins marokkanische Hinterland. Die Straße, naja, wie man schon sieht, man kämpft um jeden Zentimeter Asphalt hier. Auch ich. Sonst laufen die Hühner frei rum, die Esel, die Kühe. Schöner Ausblick. Und lieben einer. Was will man mehr? Hier ist ein Markt. Und ein Hund. Und ein Bus. Haupttransportmittel ist hier der Esel. Mindestens kann man jetzt mal ein bisschen beherzter Gas geben. Tut dann nochmal ganz gut. Wenn jetzt gut 4 Stunden immer nur so zwischen 30 und 40 über Doppelstrecken oder Gravel Roads oder Mischung aus beiden gefahren. Aber eine absolut geile Gegend. Motorrad ist gut beieinander. Und das nächste Restaurant oder Teestube oder Kaffee ist mir. Hab Hunger und Durst. Ich bin jetzt in Fes angekommen, noch nicht ganz im Hotel, muss mich noch durch den Stadtverkehr schlängeln. War herausfordernde 230 Kilometer ungefähr. Also man muss eins lernen hier in Marokko, was bei uns vielleicht 500 Kilometer sind oder 600, sind hier 200. Manchmal nur mit 10, 20 vorwärts. Ich habe jetzt auf ein gerütteltes Maß an Zeit gebraucht. Ziemlich viel schlechte Straßen, aber dafür wunderschöne Gegend. Ich werde auch nicht mehr in die Stadt reinfahren. Ich werde mir eher ausruhen und muss mal ein bisschen technischen Dienst machen. Ich habe 2-3 Mal aufgesetzt und über Öl, Kühlwasser und so weiter alles mal nachgucken. Und dann ist es eh schon dunkel. Hier haben wir wieder so eine Kontrolle und ja, das war es an sich für heute. Bin jetzt angekommen,
alles gut. Kleinen technischen Dienst noch gemacht. Morgen schaue ich mal, wenn der Motor kalt ist, nochmal wegen Öl und Kühlflüssigkeit nach. Jetzt wird geduscht und relaxed. There's no need for fire.